Hallihallo, wir kennen das. Wir haben ein Programm, das verbraucht unheimlich viel Arbeitsspeicher und der PC wird langsam. Wir wollen wissen, was das für ein Programm ist, ne? Das da im Hintergrund so schafft. Manchmal ist es offensichtlich, ne? Das turnt uns direkt vor der Nase rum. Wir benutzen verschiedenste Programme dafür und das will ich heute mal zeigen. Zum Beispiel den Systemmonitor. Den kennt ihr sicherlich, ne? Kennt ihr? Und hier oben hat es eine, ja, Reiterleiste mit CPU. Da kann man nach CPU-Last sortieren. Einmal klicken, bringt die mit 0 nach oben. Nochmal klicken, bringt die, die im Moment viel Ressourcen brauchen, nach vorne. So braucht auch der Systemmonitor selber ziemlich viel Ressourcen. Und wir sehen GL-Matrix. Braucht da ganz offensichtlich einen Teil meiner Ressourcen. Gut, was ihr vielleicht noch nicht so oft benutzt habt, ist zum Beispiel die Ansicht, die Abhängigkeiten. Was ihr nämlich hier nicht seht, der GL-Matrix, den habe ich von einem Skript aus gestartet. Abhängigkeiten. Ich habe mir ein Skript geschrieben, das heißt matrix.sh. Das startet GL-Matrix. Hier durch die Abhängigkeiten habe ich hier so einen kleinen Pfeil. Sehe ich, wer hängt von wem ab. Das ist schon mal ein nice to have, ein Häkchen, das ihr mal setzen solltet, ne? Sonst hätten wir das nämlich nicht gesehen. Also das Shell-Skript selber braucht natürlich keine CPU, aber das von da aus gestartete Matrix-Bildschirmschoner ständen. So, was uns noch fehlt, ist der komplette Pfad, ne? Wo liegt denn GL-Matrix und wo ist denn überhaupt dieses Shell-Skript. Gut, Ansicht. Können wir uns natürlich einiges noch einstellen. Sagen wir mal, bearbeiten Einstellungen. Einstellungen der Systemüberwachung. Am besten mal so ein bisschen größer ziehen, falls möglich, damit ihr das hier besser sehen könnt. So, da sehen wir nämlich noch die Befehlszeile. Die können wir mal anklicken. Klick. Sehr schön. Und wir nehmen mal dazu. Außerdem gestartet. Die Startzeit des entsprechenden Prozesses können wir nämlich auch anzeigen lassen. Schließen. Und jetzt sehen wir auch noch die Befehlszeile. Hier zwischen gibt es immer so kleine Trenner, die kann man mit der Maus ziehen und dann sehe ich das hier, ne? GL-Matrix wurde also mit dem Befehl, also ein bisschen dran rumzerren, damit man den komplett sieht, dran rumzerren mit dem Befehl gestartet und man sieht auch heute um 21:30 Uhr, genauso wie der Shell-Skript. Ne? Da sieht man auch schon mal, die gehören irgendwie zusammen. Wenn man das immer noch nicht gut genug sieht, einfach mal die Maus drüber lassen, dann wird nämlich der komplette Text angezeigt, nämlich der Übergabeparameter. Das wäre schon mal eine Möglichkeit. Selbst wenn wir jetzt nicht die Abhängigkeiten ansehen würden, Abhängigkeit mal wieder weg. Und wir sortieren nach der Startzeit, ne? Dann könnte ich sehen, dass GL Matrix und Matrix.sh heute um 21:30 Uhr gestartet wurden. Da ist eine gewisse Wahrscheinlichkeit, dass die beiden zusammengehören. Muss aber nicht, ne? Gut, hier bin es ja, ein Shell-Skript und dort liegt das Skript. Hätten wir also so schon mal rausbekommen. Das ist ganz nett. Andere Möglichkeit für die Leute, die lieber ein Terminal benutzen, ja, die Terminal-Benutzer, PS3 benutzen wir da. Ein Prozessbaum, minus A für alles anzeigen lassen und Lang-Version. Und gegebenenfalls, wenn ihr denn wollt, Pipe-Symbol lässt, damit man rollen kann, ja. Kann man hier im Terminal eigentlich sowieso, aber falls mal das Rollen nicht geht, das Pipe-Symbol mit less. So, hier haben wir etwas Ähnliches, was wir auch schon vorher hatten in unserem grafischen Monitor. Ne? Hier sehen wir wieder die Abhängigkeit. Das sind so Prozessstrukturen, Unterstrukturen. Hier sehen wir das Shell-Skript, den Pfad, wo das Skript liegt und den Pfad inklusive Parameter vom Bildschirmschoner.
und die Übergabeparameter. Wenn das hier nicht ganz auf dem Bildschirm passt, könnte ich das einfach mal größer machen. Ich würde wohl mit der Pfeil nach oben Taste nochmal den Befehl PS3 Leerzeichen minus IL und schau mal, vielleicht passt es jetzt komplett drauf. Ja, hier sehe ich es dann gut. GL Matrix wurde gestartet mit dem Speed und so weiter. Hier fehlt jetzt streng genommen der Pfad hin zu GL Matrix, den wir auch oben gesehen haben. Aber so hätten wir schon mal so einen Prozessabhängigkeitsbaum. Clear, das ist uns ganz klar. Andere Möglichkeit, PS, ne, wenn wir zum Beispiel schon mal wüssten, das hat irgendwas mit Matrix zu tun, ne, das könnte ja sein. Minus, ja, holen wir uns die helfenden Elfen dazu. Elf, ja, nicht die Fußballelf jetzt. Und Pipe-Symbol, Grab, rausfiltern, Matrix. Na, da könnten wir mal versuchen, aber mit Matrix zu tun. Und wir schauen mal. So, F heißt übrigens voll, ne, also voll alles so anzeigen. Bin-SH, also das ist eine Shell. Und das ist der Pfad, wo Matrix.sh liegt. Hier ist der komplette Pfad zum X-Screensaver inklusive der Übergabeparameter. Gut, dass hier noch Grab angezeigt wird, liegt daran, dass ich gerade eben diesen Befehl eingegeben habe. Gehört natürlich auch zum Prozess, ist uns klar. Andere Möglichkeit wäre natürlich da auch klassisch Hardtop. Ne? Ein Programm, das ihr gegebenenfalls noch nachinstallieren müsstet. Hier sehen wir zum Beispiel auch den Pfad. Ne? Wir sehen also die Prozesse, die am meisten CPU-Zeit benutzen. Mit den Funktionstasten könnt ihr noch rausfiltern, was ihr wollt. Und mit der Pfeiltaste auf der Tastatur nach rechts und ihr seht den kompletten Pfad. Sehr schön. Ne? Sehr schön. Ihr seht auch, ich nehme auf mit Rekord mein Desktop. Ja. Mit diesen Übergabeparametern wird öfters mal gefragt, wie nimmst du denn dein Video? Rekord mal Desktop vom Terminal aus. Wunderschön. So, da gehen wir mal wieder raus. Machen wir mal F10 für Quit. Und wir könnten aber auch das Fenster schließen. Dann ist Hardtop auch wieder dicht. So einfach kann man das machen. So kommen wir da dran, dass wir wissen, welches Programm läuft da, aber das manchmal ist das auch so ein bisschen trügerisch. Ne? Wer jetzt richtig aufpasst, wird gleich merken, da hat eigentlich noch was gefehlt. Ja, was fehlt uns denn? Dir fehlt so einiges, werdet ihr euch denken. Und wenn ihr nicht ganz unrecht hast, Dokumente, ne, haben wir gesehen. Jetzt lasse ich dieses Shell-Skript mal auflisten. Nun, jetzt mache ich es mal ein bisschen größer, damit man das besser sieht. Und ich habe das ganz gerne immer in einer Zeile. So, naja, nicht ganz. Was war jetzt anders? Ne? Das ist jetzt die tatsächliche Zeile, die ich übergeben habe. Was fehlte bei den Programmchen? Waren die Anführungszeichen und die Leerzeichen noch davor? Das hat man in keinem dieser Programmchen gesehen. Deshalb ist es durchaus nützlich, mal tatsächlich in die aufrufende Datei hier, Matrix.sh, so habe ich sie genannt, zu gehen und da mal reinzugucken. Denn das kann auch so ein bisschen trügen. Natürlich habe ich die Matrix.sh ausführbar gemacht, damit der Shell-Script auch läuft. So, läuft doch. Ich hoffe, ihr mitgeholfen zu haben. Verbleiben mit freundlichen Grüßen und tschüss.